Travian Kingdoms. Weiter geht's mit meinem Let's Play zum neuen kostenlosen Online-Spiel aus dem Hause Travian Games. Ich war fleißig, habe ein bisschen was ausgebaut. Mein Hauptgebäude ist auf Stufe 6 hier. Ein paar andere Sachen ausgebaut. Dann meine Rohstofflager sind alle mindestens auf 1, manche schon auf 2 gebracht. Und ich war auf Abenteuer, und zwar einige Male. Mein Inventar ist schon ein bisschen gefüllt. Das habe ich nämlich alles von diesen Abenteuern. Da gibt es, wie gesagt, kurze und lange Abenteuer. Die verbrauchen diese Abenteuerpunkte und die füllen sich alle paar Stunden eben wieder auf. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, manchmal bekommt man die auch über andere Wege. So, und dann bei diesen Abenteuern, das habe ich ein bisschen so angesehen, verliert mein Held Leben. So, da werde ich praktisch, ja, ich gehe auf Abenteuer, werde dann am Ende angegriffen oder was auch immer. Und das Leben regeneriert sich. Und je nach Abenteuer, entweder das lange oder kurze, fülle ich hier weniger oder mehr und bekomme dann aber im Gegenzug zum Beispiel ein braunes, leichtes Reitpferd. Das kann ich jetzt hier ausrüsten und das erhöht dann 14 Felder pro Stunde. Oder ich habe hier eine Heilsalbe, 28 Stück, da kann ich Leben meines Helden regenerieren. Und das ist auf jeden Fall ziemlich fein, dann kann ich häufig auf Abenteuer gehen. So, ich habe ein Buch der Weisheit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl so, das Buch wirkt wie ein extrem seltenes Item, kann aber auch eine Täuschung sein, denn hier gibt es diese Stats, die Eigenschaftspunkte, und mit diesem Buch kann ich die alle neu zurücksetzen. Finde ich richtig spitze. Dann habe ich einen Käfig bekommen, 9 Stück. Dieser Gegenstand ist stapelbar. Und so, wenn ich mit dem Gegenstand ausgerüstet bin in freien Oasen, dann findet wohl kein Kampf statt, steht hier dabei. Und dann habe ich Schuhe, die rüste ich mal aus. Plus 200 Einheiten weichen einem Angriff aus und kehren dann nach 1,5 Minuten ins Dorf zurück. Das ist doch mal sehr fein, das rüste ich aus. So, ach so, die sehe ich sogar hier jetzt. Und dann noch das Pferd. So, aha, da tut sich was. Da tut sich auf jeden Fall was bei mir. So, die möchte ich aber nicht wieder wegrüsten. So, das passt, genau. Ziemlich oft so gesagt, aber das reicht jetzt auch so mit so oder so. Daheim. Genau, hier habe ich jetzt 4 Attribute, die ich verteilen kann. Entweder Kampfkraft, Angriff, Verteidigung oder Rohstoffe. Das ist jetzt die Frage, wo da mein Fokus liegt als Statthalter. Oder das war ich doch. Denn ich habe jetzt noch 6 Tage einen Schutz. Das heißt, da muss ich erstmal mein Dorf gut ausbauen. Oder will ich eher der Angreifer sein oder der Verteidiger? Das ist die Sache. Ich dachte mir vielleicht für Rohstoffe am Anfang, wenn ich so, ja, das Ganze hier ausbaue. Oder 4 soll ich überall mal 1. Aber es wäre, denke ich mal, schlauer, wenn man sich irgendwie spezialisiert. Ich gebe mal überall 1, da kann ich, hoffe ich mal, nichts falsch machen. So, Änderungen gespeichert. Jawohl, so viel mal zu meinem Helden. Dann hole ich mir, was ist da jetzt hier, was habe ich da? Ach so, mir schreibt gerade anscheinend jemand was. Und ich hole mir mal die ganzen Quests ab. Ich muss mal schauen, was ich hier so habe. 5 Abenteuer. Dafür bekomme ich 50 XP. Moment mal, das ist aber sehr fein. Dein Held benötigt noch 61 für die nächste Stufe. Schade, das wird nicht so ganz reichen, aber macht nichts. Yay, da jubeln sie. Meine Einwohner, momentan schon 49, ist gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. So, alle Lehmgruben auf Stufe 1, habe ich auch schon gemacht. Ich muss nur aufpassen hier, dass ich nicht über das Maximum komme, aber extra. Irgendwo habe ich ein Rohstofflager gebaut, genau das hier, damit ich mehr lagern kann. Das könnte ich auch ausbauen, aber ich warte mal, was mir die Quest so sagt, was ich zunächst machen soll. Bin ja noch nicht beim Maximum, von daher Räuber versteckt besiegen. Oh, beim Lehm wäre ich dann über dem Maximum, dann baue ich das doch mal flott aus. Ich habe hier sowieso 2 in der Warteschlange. Und dann nehme ich es an. Oh, dann ist wieder Getreide hier voll. Was müsste ich denn noch so machen? 5 Einheiten ausbauen. Dann Moment mal. Hier, das war meine Kaserne. 5. Das dauert dann aber ein bisschen. Ach so, das hätte ich offscreen auch machen sollen. Daran habe ich nicht gedacht. Mit dem Ausbilden von denen. Ich mache mal einen. Ich hoffe, dass man, dass das nicht als Arbeitsvorgang zählt. Nö. Das ist hier separat, dann kann ich doch noch mehr ausbilden. Sollte man vielleicht immer das Maximum machen, wenn man die Ressourcen hat.
dass es im Hintergrund immer schön läuft. 5 Einheiten. Ach so, Moment mal. Wenn ich jetzt noch eine losschicke, dann wäre diese Mission schon fertig. Dann mache ich mal hier eine noch. Nein, da fehlen mir Ressourcen. Schade. Dann nehme ich das aber trotzdem ab. Das ist mir jetzt egal. Nicht genügend Platz im Kornspeicher. Macht nichts, denn hier bilde ich einen aus. Jawohl, und jetzt sollte auch diese Mission fertig sein. Aber wofür kann ich Getreide ausgeben? Das ist für die Bewohner hier, denn wenn ich zum Beispiel mit dem Helden jetzt Folgendes mache, hier statt auf alles 25 mache ich, sagen wir mal, nur auf Lehm. So. Dann habe ich sogar ein Minus. Dann wird das Getreide aktiv verbraucht, eben von meinen Bewohnern, nehme ich mal an. Und steht das vielleicht hier, Getreideverbrauch irgendwie so? Getreidebilanz minus 17. Genau. Denn das wird hier aktiv verbraucht. So, müsste ich entweder die Getreidefarmen weiter ausbauen oder eben hier meinen Helden auch ein bisschen was produzieren lassen. Soweit, so gut. Dann hole ich mir mal hier... Oh, ich müsste echt mehr ausbauen. So, aber wo geht's dann weiter? Marktplatz bauen. Genau, einen Marktplatz. Was den Handel betrifft, da bin ich ja nicht zum Moment mal Marktplatz. Das mache ich hier im Zentrum. Und zwar den hier. Da kann ich mit anderen Spielern Rohstoffe tauschen. Okay. Gut zu wissen. Dauert nur 30 Sekunden, gibt mir 4 neue Bewohner in meinem Dorf hier. Und 2 sind hier in der Warteschlange, genau. Dann schaue ich doch mal auf die Umgebungskarte, was sich hier so tut. Shillville. Hier. Ach so, Moment mal. Da stand was. Es hat sich im Königreich irgendwas verändert. Sind da neue Leute dazugekommen oder so? Der Daniel ist hier. Lamofi hat auch... Wow, die waren fleißig. Die waren sogar noch fleißiger als ich. So, Minimans Königreich. Also der ist hier eben, wie gesagt, so ein König. Und der hat dafür nur einen Tag seinen Schutz, seinen Anfängerbonus. Ja, also ich würde mal sagen, dass das Königreich hier, da tut sich was. Da tut sich auf jeden Fall was. Aber soll ich mal auf Raubzug gehen oder so? Ich könnte auch Truppen hier mal zu so einer Oase vorschicken. Ach so, da steht der Name von dem dran. Lamofi, Litzix. Ach so, die gehören die auch zu uns? War der hier auch? Moment mal, wo habe ich das Königreich? Hier müsste das sein. Ah, der gehört auch zu uns. Das heißt, von dem sollte ich eventuell nichts plündern. Dann schaue ich mal zum Räuberversteck, ob ich da was machen kann. Ich schicke ein paar Truppen vor, greife an. Und zwar 4 von denen. Das hat ja ganz gut geklappt. Und einmal meinen Haupthelden. Jawohl. Verschicken. Auf geht's. Was ist hier noch so reingetrudelt? Als Angreifer ohne Verluste gewonnen. Das war im Video genau mit diesen Räuberverstecken. Ich hoffe nur, ich werde nicht zu häufig abgefarmt. Dann nach meinem Bonus von den Zusehern, die jetzt meine Location wissen. Aber da werde ich dann auf jeden Fall drauf eingestellt sein. So. Und wer mich angreift, der kommt dann auf die schwarze Liste und ich werde dann ein Kopfgeld aussetzen. Im Video. Hahaha, so werde ich das machen. So, Held war auf einem Abenteuer. Oh, da sieht man, wie lange ich immer... Ah, weg hier, Königreich. Räuberversteck greift NPC-Dorf an. Aha. Die machen das auch einfach so. Aus eigenem... Wie soll man sagen? NPC-Vasallen. Aus eigenen Stücken. Und was ist hier noch? Berichte. Ach so, das sind alle Berichte hier. Genau. Dann sind die jetzt erstmal am Weg. Genau, ich habe hier irgendwo ein Gebäude fertiggestellt, habe ich gesehen. Nämlich den Marktplatz. Und das wollte der Häuptling haben. Der freut sich jetzt und ich hole mir die Belohnung ab. Oase zuordnen. Das mit diesen Oasen habe ich nicht so ganz verstanden. Also noch nicht. Das wird hoffentlich bald kommen. Ordne eine Oase deines Königreichs einem deiner Dörfer zu. Dafür muss ich in der Oase zu den 5 einflussreichsten Spielern gehören. Das steigere ich durch die Stationierung von Truppen. Ach so. Also, ich hoffe mal, das war hier. Nur, da muss ich eine freie Oase... Hier, die ist frei zum Beispiel. Die Oase wäre frei. Die gehört schon dem Miniman. Oder das ist sein Dorf allgemein. Ich kann auch hier... Wie war das? Genau, raus und rein zoomen. Da ist aber ziemlich heftig dann. Ja, also...
Geht's noch weiter raus? Ja. Oder nö. Nein, das war wohl das Maximum an Rauszoomen. Aber ich kann auch hier diese Übersicht verwenden. Das ist schon ziemlich heftig. Also wer mich hier so findet, ohne auf die Location zu achten, Hut ab. Auf jeden Fall Hut ab. Finde ich echt. Das haut einen mal um, auf jeden Fall. So, wie finde ich mich jetzt wieder? Was habe ich hier für Menüs? Filter, gehe zum Standort, jawohl. Und zwar... Boah, hier kann man einfach einen Namen eingeben. Moment mal. Fällt mir hier jemand ein? Wer hat mich hier angeschrieben zum Beispiel? Der Lord Obelix hat geschrieben, moin moin, alles fit bei euch. Ach so, das ist gar nicht an mich, das ist wahrscheinlich gar kein Zuseher, sondern einfach in dem Königreich. So, dann schreibe ich hier auch mal mit. Servus, alles bestens bei meinen Travianern. So, Nachricht abschicken. Dann schaue ich mir den Lord Obelix mal an oder unseren... Nö, doch, den sehe ich mir mal an. Lord Obelix. Hier ist er. Spieler. Wo habe ich den jetzt? Der dürfte hier sein, oder irgendwo? Lord Obelix, wo bist du? Ich bin doch hier bei deinem Standpunkt. Hier muss er irgendwo sein. Ach so, hier. Das ist der Lord Obelix. Kann ich da auch rein? Sozusagen. Das wäre aber unfair, wenn ich mir das Dorf schon so ansehen könnte, oder? Da muss ich, wenn, dann spähen. Was ist das hier? Kann ich handeln? Landverteilung. Truppen schicken? Nö. Auf jeden Fall mal nicht. Der gehört ja hier zu uns. Oder wenn ich hier eingebe, Schill will, kann man das auch so machen. Yo, Tatsache. Boah. Also ich habe so das Gefühl, in anderen Games geht es eher darum, sich zu verstecken, möglichst, dass man die Locations und so nicht weiß. Aber hier kann man ganz einfach eingeben. Also ich bin auf D1 und... Man kann mich hier wohl ziemlich einfach stalken. So, ach so, hier steht das nochmal wegen dem Zoom dran. Einmal, zweimal, jo, drei Zoom-Stufen gibt es. Dann würde ich sagen, wo bin ich denn jetzt hier? Nochmal zum Dorf zurück. Ach so, das mit den Oasen sollte ich ja machen. Das heißt, hier habe ich dann, sagen wir mal, wo war das hier, eine Oase mit Getreide? Aber ist das so sinnvoll, Getreide? Ich will lieber was anderes haben. Oder sind die alle mit Getreide? Nö, hier wäre was anderes. Egal. Dann nehme ich eben Getreide und schicke da mal Truppen vor. So, Truppen schicken. Muss ich auch machen. Nehme ich 5 von denen. Unterstützung. Angriff will ich nicht. Wo ist hier stationieren? Oder wie macht man das? Was ist das hier? Raubzug? Nö. Oder Unterstützung? Angriff. Ich versuche es einfach mal mit Angriff und werde dann berichten, ob das so funktioniert hat oder ob ich da was falsch gemacht habe mit der Oase. Mal schauen. Kann ich mir das jetzt abholen? Genau, das kann ich mal machen. Akademie auf Stufe 5. Besitze ich denn schon eine Akademie? Nö. Dann muss ich die mal bauen. Sag mir das doch. Akademie. Auf jeden Fall. Wird hier gebaut. Jo, das heißt, demnächst werde ich hier mal noch mehr bauen, um hier... Ach so, ich kann das auch verscherbeln, wenn ich möchte. Also ich mache das ganz teuer jetzt hier rein und alle Zuseher kaufen das dann bitte schön. Hust, hust. Nein, wahrscheinlich nicht. Genau, das heißt, ich baue hier jetzt weiter fleißig aus, werde dann schauen, dass ich so eine Oase irgendwie besitzen kann. Hier kann ich auch was in den Ausbau schicken mal, dass ich mehr Ressourcen... produziere. Und genau. Dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge aus der Welt von Travian Kingdoms. Moment mal, hier war noch was fertig. Hier war was fertig. Oase heute angegriffen. Das war aber schnell. Da stand doch irgendwie, hast du nicht gesehen, Minuten. Was ist da jetzt? Habe ich hier... Oder heißt es was anderes? Der Angriff ist gestartet. Oder ich habe keine Ahnung. Was soll denn das heißen jetzt hier? Angriffe. Ach so, das dauert noch. Ja, ich komme heute um 14.02 Uhr an. Wieso ist es dann hier so als neue Nachricht? Egal. Das hat mich jetzt nicht weiter zu interessieren, denn ich beende diese Folge und dann geht's einfach beim nächsten Mal weiter.